Hallo und willkommen zurück zum neuen Part von Battlestar Galactica Deadlock. Hier ist länger her, dass ich das Spiel gespielt habe. Und ja, dann fangen wir mal wieder an. Wir sollen diesmal Schiffe bauen. Manticore-Korvette. Ich kann ja keine andere bauen, also mache ich das mal. Okay, we've got the Manticore hull underway, but let's push its fit out and training schedule forward. Keine Mischung. Okay. Und zurück, okay. Your brand new Manticore is awaiting your orders, Commander. Okay. Sir, we suspect a satellite at Caprica Terminal may be the source of the Idris interference affecting our jump distance. I have the briefing packet ready. Naja, spring mal. Zug beenden. Was haben wir denn da? Fortfahren. Das wird ja ein Spaß werden. Hoffentlich habe ich mir die Steuerung gut gemerkt, sonst wird es richtig scheiße. Ich werde gleich vielleicht noch ein Part von Primal Carnage aufnehmen und vielleicht würde ich heute noch Star Wars Republic Commando weitermachen. Der Ladebalken sollte gerade ausgehen und nicht wieder zurück. Wir wollen keinen Rückschritt, wir wollen Fortschritt. Ja, sieht schon besser aus. Jedenfalls, Republic Commando werde ich gleich noch machen. Später, vielleicht noch Crisis. Vielleicht auch Mass Effect, je nachdem. Zurzeit viel zu tun und so. Dürften sicherlich viele kennen. Er geht doch. Geschwader zur Verfügung. Warte mal. Die Datenlos stellen zusätzliche Geschwader zur Verfügung. Aber wenn sie zerstört wird, geht. Okay, ich muss zwei Staffeln beschützen. So. Ich mal das Schiff hier mal. Ich weiß nicht, wo der Feind kommt, also stelle ich die erstmal auf so eine Linie auf. So. Erstmal schöne Front zeigen, Seite zeigen. Kapitel 3. Datenstau, Caprica. Caprica Terminal has been locked down and local forces are en route to our position. Readings indicate there's definitely a bogus transmitter in the area. Civilian lives are of value. Their property is not. Find and destroy any relay hijacked by the Cylons. You heard it, Commander. Go blow up somebody's satellite. Ich muss Satelliten zerstören, yippie. So. Hier sind die Satelliten, die beiden Schiffchen. Macht das mal. Erstmal umdrehen und hoch. Understood. Gezieltes Feuer.
Wenn es nicht geht, dann ja. So, oh. On it, Commander. On it, Commander. Understood. Okay, die Schiffe können jetzt mal weiter so weiterfahren. Fliegen. Warte, will ich jetzt mal nicht einsetzen. Gezieltes Feuer darauf. Erstmal abwarten. Normal dürfen Satelliten ja nicht viel aushalten. So aus weiter bearbeiten, wie es ist. So. Hat die Mission noch nie gespielt, deswegen noch blind. So. Feinde. Sir, New Dreadus contacts. Terminal broadcast isn't expecting any arrivals, so we have to assume the jumpers are hostile. The satellite is destroyed. We can leave Helios Alpha, correct? Not quite yet, Admiral. Idris data is still compromised. I've got another candidate for the source of the interference, however. Gut, dass ich da das eine Schiff hingeschickt habe. On it, Commander. So, Lenkfeuerraketen an und los. Unsere lieben Feinde sind da. Dann wollen wir die mal begrüßen. So. Schiff seitlich drehen und vorwärts. Die beiden Schiffe sollen sich erstmal um den Satelliten kümmern. Interference is still in place and it seems to be getting stronger. Commander, I have identified two more satellites showing potential interference. Noch weitere zwei Satelliten. Okay, das heißt dann umdrehen und Angriff. On it, Commander. Funktion. Nee. Fehle. Sieh aus, Sven. Ihr greift die Satelliten an. Ich dreh auch mal um. So. Also das nicht infizierte C schießen. Da kann ich erfasst werden, da warten wir ab. Ich mag auch die Musik ziemlich gerne. Hostile unit identified. IFF confirms unit is hostile. So. Eine feindliche Korvette hier. So. Jetzt kommen feindliche Raketen. Das wollen wir doch mit Raketen erwidern. Missile tubes prepped. Feuer. Die
erzähltes Feuer. So, die Türme hier benutzen. Erzähltes Feuer auf darauf. So. Nicht bereit, dann fliegt es mal weiter. Nein, du sollst dahin fliegen. So. Zu beenden. Missiles incoming! Oh oh. Das kann ein bisschen eng werden. Zieh dich mal ein bisschen da ab. So, ein bisschen abdrehen, ab noch tiefer. Schieß weiter auf die feindlichen Schiffe. Also wir brauchen dann ja noch mehr Truppen hier. Wir schießen mal darauf. So, mehr Truppen da. So, muss das Schiff natürlich richtig positionieren, sonst kannst du schlecht ballern. So. So. Ist denn das jetzt einfach mal so kaputt gegangen? Ach ja, die Idee haben ihn zerstört. War mein Fehler. So, dann kommen wir gleich wieder mal in den Rest. Du gehst ein bisschen von der Seite und nimmst mal mit. Oh ne, kannst du erstmal so fliegen. Mit Schussgeschütze gegen welche Jäger zu ballern ist, naja, ja. Understood. So, ich bin heute leider nicht so gesprächig. So. Wie ich auch immer so emotionslos das Jahr so mache. Wie gesagt, viel zu tun und so. So. Alle Feuer auf die feindlichen Schiffe konzentrieren. So. Jäger gehen mir auf den Piss. Das hat Schaden gemacht. So, Ziel auswählen. Greif die feindlichen Jäger an. Noch nicht nachgeladen. Nein. Du sollst Raketen. Auf abfeuern. Jawohl.
Missiles incoming. Nur mehr Raketen noch. Auf. Ja, wenn das dann auch ein Schiff weg, aber gleich ist mein Zeug auch kaputt. Wie viel Obwohl er so viel beschossen wird, hat er kaum Schaden bekommen. Oh. Kontrollsystem ist offline. Steuerung ist noch ein bisschen hakelig. So. Das sind auch Zylonschiffe. Nein, ich will Raketen machen, danke. Und bestätigen und los. Feindliches Hauptschiff angreifen. Los. Fighter Squadron is taking fire. So. Und das Schiff bewegt sich oben, dann wollen wir auch mal nach oben gehen. Dann greift man da an. Dann müsst ihr hier noch was machen. Ja. Dann müsst ihr mal das machen. Wie die Jäger einfach so hier klein aussehen. Ich meine, hier ist so ein kleines. Okay, man kann Jäger gut erkennen, wenn man nah genug ranzoomt. Okay. Ich merke gerade, dass ich richtig viel Scheiße laber, aber egal. Oh, ihr habt euch die Triebwerke sauber erwischt. Navigation data is still compromised. They must have control of the entire Idris system by now. Not to mention we've destroyed more Caprican infrastructure in the last few minutes than the entire Cylon fleet could on a good day. We've wasted enough time. Commander, remove the Cylon threat from Caprica Terminal before any more lives are put at risk. So, ich habe die Aufgabe erledigt. Es wird Zeit, dass ich alle feindlichen Zylonen jetzt mal in Arsch trete. So. Das ist Caprica. Wohl die berühmteste Welt von, also von den 12 Kolonien, soweit ich das behaupten kann. Es gibt ungefähr 12 Welten, wir kennen aber nicht alle aus. Ihr kennt Caprica, Kobol, wie heißen die anderen nochmal? Hab ich gerade vergessen. Aber das soll ich jetzt gerade nicht zur Sache tun, obwohl die ja schon wichtig sind. Ich meine, das ist der erste Zylonkrieg, nicht der zweite. In den zweiten ist es. Naja. Nicht alle haben wirklich einen hohen Wert. So say we all. Okay, lad nach, dann los. So, das Schiff kommt langsam hoch. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich weiß nicht, wie lange man Aufnahme kommt gut hier. Lenkraketen los. Das Hacken geht so auf den Piss. Es sind halt, glaube ich, noch drei feindliche Schiffe übrig. Raketen werden nachgeladen, die wollen wir doch alle ficken, ey. Entschuldigung für diese Wortwahl, aber es ist auch wirklich so. Wie gesagt, ich entschuldige mich für diese leicht beziehungsweise blöde Aussage, aber. Yay.
Die wollen mich doch alle richtig reinlegen. Dann schießt auf die falschen Ionen. Zylonen, So, jetzt noch ein bisschen umdrehen. Danke. On it, Commander. Ein bisschen schneller machen, wäre auch mal nett. Der Antrieb ist was Schrott bei denen. Oh. Oh oh. Da ich nicht aufgepasst habe. Das kann richtig übel wenden. Du steckst erstmal auf. Raketenabfeuern darauf. Geschütze sollen hier auch darauf gerichtet werden. Oder auch auf die falsche Geschwader. Ist auch wichtig, ist auch nervend. So, Raketen hast du auch noch. Auf die falschen stärksten Schiffe. Die falschen stärksten Schiffe sind meiner Meinung nach immer die, die am größten aussehen. Muss nicht zwingend sein, aber in der Regel ist das normalerweise so. Oh je. Und nächste Runde. Manticore is taking damage. Das war knapp. Rumpf nimmt weiter massiv Schaden, wie es sein soll. Also der feindliche. Da geht das eine Schiff da richtig auf den Piss. Gezieltes Feuer. Das ist immer noch kaputt. Was macht ihr eigentlich da alle? Oder ich habe vielleicht die falschen Befehle ausgesetzt. So. Reiz, ich hole jetzt alle Jäger raus. Das ist eine Stuppe. Und los. Die hauen ab, die sollen stehen bleiben. Oh, der Rumpf noch einnehmen, da reicht das Ziel, dann verzichten gleich. Bin ich feuerbereit. Du verfolgst mal das gegnerische Kriegsschiff mal. Du auch? Yes, sir. Du bleibst weiter da. Und setzt dir ein bisschen nach. Das edler Schrott. Und kaputt. Ja, geht doch. Noch zwei feindliche Schiffe und ein kleines Jägergespräch. Kleiner Jägergeschwader ist übrig geblieben. Hurra! So. Können die das Ding nicht schneller reparieren? Yes, Commander. Man alle Einheiten Rümpfe angreifen, los! Da muss ich ein bisschen Gas geben.
und das zwar schnell. Hau nicht ab, du Kleiner. Soll alles stehen bleiben. Angriff, ich sagte Angriff. Na, da Schiff da. Ist ein bisschen echt umständlich. So. Und los. Raketen los. Rumpf ist ziemlich gut intakt von den Dingen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie lange noch die Aufnahme geht, deswegen mache ich hier kurz Pause und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao!